Hallo und herzlich willkommen zurück im Anno 2205 Let's Play. Wir wollten den Mond weiter besiedeln, aber mich springt hier die Viridische Bucht an, nahezu. Warum? Was möchten Sie von mir? Wir klicken mal drauf. Weil wir... Was? DLC-Freischaltung Frontiers? Viridische Bucht? Also, weil wir den Sektor kaufen können, aber ich frage mich gerade, warum ich die DLC-Frontiers benötige. Die Viridische Bucht ist doch ein Standardsektor. Die Barrow Foxcom. Hofwegen. Also, die neuen Sektoren ist ja hier Grünflut-Archipel und Madrigalinseln sind dazugekommen. Die Wildwasserbucht war... Cassian Industries, der Marktführer im... Kostenloses Update und Viridische Bucht, die war auch... Also, das war auch ursprünglich schon im Spiel mit drin. Das war nämlich immer mein Startsektor, weil es hier so einen schönen großen Flecken Land gibt. Zeige ich euch gleich mal. Übernehmen wir mal kurz den Sekteure. Und warum übernehmen wir den? Weil wir es können. So, wir haben eine positive Bilanz und wir brauchen... Oder ich brauche... Alle Systeme laufen reibungslos. Genau dafür ein paar mehr... Biowissenschaftler. Das finde ich immer so toll bei diesen Sektoren. Viel Platz. Mal sehen, ob er für ihre Ambitionen ausreicht. Ja, wenn es keine große... Jemand aus dem Ministerium hegt große Hoffnungen für das Gebiet. Ich bin sicher, er wird sie bitten, in sein neuestes Prestigeprojekt einzusteigen. Ach ja. Ach, das Sektor-Dinge, genau. Unter uns gesagt, die Union ist beeindruckt vom Wachstum ihrer Firma. Kaum überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden. Ja. Hallo. Langes Starren auf den Bildschirm stört Konzentration und zwischenmenschliche Beziehungen. Beides ist zur Leitung einer Megacorp erforderlich. Ich liebe diesen Knaben. So, was müssen wir, was brauchen wir? Zum einen erstmal den Überblick des Sektors. Sorgen Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Also das ist für den allerersten Sektor vielleicht ein bisschen schwierig, denn man startet immer hier und muss... Dieser Ort dann ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Muss dann mit Brücken hier rüber arbeiten, aber wenn man dann einmal hier ist, sehr viel nahezu gerade Fläche zum Bauen und hier ebenso. Eine riesige Fläche, wo man wunderschön Städte oder ganze Industriezweige aufziehen kann. Das war eigentlich bis... Jetzt ist mir der Sektorname schon wieder entfallen. Bis zur Wildwater Bay eigentlich immer mein Lieblingssektor gewesen, weil man hier wunderschön bauen kann. Nichtsdestotrotz aber jetzt ist er es nicht mehr, weil es in Wildwater Bay eigentlich einfach viel, viel mehr gibt. Da hat man quasi ein riesengroßes Gebiet, das man mitnehmen kann. Die Arbeit an einem Projekt hat begonnen, das den Weg für Generationen weisen wird. Sind Sie der Lage gewachsen? Die Herausforderungen in diesem Gebiet sind größer als je zuvor. Die Menschen brauchen jetzt einen selbstsicheren, standhaften Anführer. Und Sie können uns helfen, diese Botschaft zu vermitteln. Ist das so? Wir möchten der ersten Welle vor einem Jahrhundert gedenken. Da das Mondlizenzierungsprogramm startet, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um die Menschheit an ihr Potenzial zu erinnern. Der Bau eines atemberaubenden Denkmals ist eine große Verantwortung. Beaumont lobt sie bereits in den höchsten Tönen. Und wenn sie fertig sind, werden das wohl alle tun. Ich bin nicht sicher, ob eine Statue dafür jetzt so super toll ist, aber in Ordnung. Nehmen wir mit. Bestätigt. Sagen wir nicht nein. Ja,
Eigentlich müsste ich noch die ganze Objekt befestigt im Gange. Schose hier rüber schicken. Nun hatte Sam also recht, was sie betrifft. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich. War jetzt ultra schwer, also. Nächstes Astronautenteam trifft ein. So. So viel wollen wir nicht haben. Nummer 10. Transferroute nimmt und bitte dann auf. Brauchen wir noch aus der Arktis Superlegierung. Ach, ganze 1 ist da. Das reicht. Transferroute, neue Stationsausbauoptionen. Neue Stationsausbauoptionen? Ah, brauchen Sie mich für einen Statusbericht. Genau, der hier ist fertig. Dann kann ich die Station, einen Moment, mache ich sofort, gerade mal abreißen und dann eine neue setzen. So. Sowieso gerade nur. Möglichkeit für technologischen, brauchen Sie mich für einen Statusbericht. Dafür, dass wir die Infrastruktur haben, dass wir mehr bauen können. Und sobald. Wir wollen Gerechtigkeit. Das passiert allen, die sich nehmen. In jeder Folge kommt der Knabe vorbei. Es ist unbegreiflich. Ich stoppe mal ganz kurz die Aufnahme, dass nicht wieder 20 Minuten von diesem Drömelkampf drin sind. Wir haben das ja schon oft genug gesehen. Flotte. Hoffe ich mal. Ich bin gleich wieder da. Jo, da war sogar gerade der Erfolg mit drin. 10 Eradicator während einer Invasion zerstören. Verstanden. Aber mit Atomraketen und EMP-Schlägen ist das nicht gehört. Nächstes Mal wird es dir nicht gehen. So. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt wieder in die. Ah, guck mal. 43.000 Credits gab's und 45 Kampferfahrung. Also geht's wohl doch ein bisschen stärker. Beziehungsweise wird das Ganze mit der Zeit oder per Zufall angepasst? Das weiß ich jetzt nicht genau. So, dann haben wir hier La Brücke. Beginne Brückenbau. Ja, sieht erstmal so aus. Dann müsste ich mir nur überlegen, wie, wo, was und warum überhaupt ich denn dann hier baue. Oder was ich baue, ist mir irgendwie klar, aber diese 2000 Kreditbilanz, das ist mir gerade etwas. Das ist ein bisschen schwierig. Achso, genau. Ich brauche ja noch. Hahaha! Die brauche ich ja auch noch. Die Dinger hier. 9 plus 6, das passt schon. Transferroute nimmt Betrieb auf. Denn wir brauchen unglaublich viel Futter. Was letzten Endes bedeutet, kommt planmäßig an, dass ich ganz viel hier rüber schaffen muss. Obwohl das gar nicht meine letztendliche Hauptinsel werden soll. Hm. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Vielleicht, hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht irgendwie verkalkuliert. Ich habe eigentlich immer bis so circa dieser Ecke mit Siedlern hier gearbeitet. Ich weiß ja jetzt auch nicht. Eingeleitet. Hey, sieh mal, wer da ist. Schön. Echt jetzt? Voll geil. Ball.
Cassian Industries möchte Ihnen einen Auftrag geben. Credits, Kommandodrohnen, 20.000. Ach, oh, was will der jetzt? Kreditbilanz von plus 2.000. Die hätte ich vorher gehabt. Was sagt denn hier der? Drei weg, man. Aber insgesamt. Oh, scheiße. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ah! Dämlich. Gut. Also, letzten Endes brauchen wir Essen da drüben. So. Wir brauchen Wasser. Neue Wasser kann ich dort produzieren. Ich glaube, das kann ich da wegpacken. Neue Stationsausbauoptionen. Ist jetzt zwar nicht viel. 150 Wartung und 53. Aber ich brauch's ja hier nicht mehr. Kann der weg. Und das Wasser kann ich mir... Es ist wahrscheinlich auch besser, wenn ich das da mache, weil wenn wir später... Brauchen Sie mich für einen Statusbericht? Diesen hier machen können, die Dualfilter, dann brechen uns ja die ganzen Algen weg. Weil wir mit den Entsalzungsanlagen Algen produzieren. Okay, der ist fertig. Was macht der denn? Radius der Reparaturdrohne um 100% erhöht und Treibstoffkosten verringert um 2... Hä? Schadenserkennung. Reparaturdrohne? Hat das irgendwas mit einer Einrichtung? Erhöhte Energiewerte, okay. ATG-Werkstätten produzieren zusätzlich IntelliWare. Das wäre natürlich eine geile Sache. Produzieren zusätzlich IntelliWare. Aber den Flux habe ich ja sowieso. Also den Flux brauchen wir sowieso für die Alpaka-Wolle, glaube ich. Oder für irgendwas brauchen wir auch Flachs. Bei der Analyse von Unterhaltungsliteratur ist mir aufgefallen, dass die Menschheit auf ihre Helfer herabgeblickt hat. Mhm. Ich schätze, daraus spricht nur der Neid auf so eine einflussreiche Position. Ich frage mich gerade wirklich, was ich machen wollte. Ich bin eigentlich immer den Weg gegangen, hier 4, weil es ist einfach unglaublich toll. Aber ich könnte auch mal 5 versuchen. Um 50% verringerter Verbrauch von Landwirtschaftswaren in allen Regionen. Das ist nicht schlecht. Also ich wollte den sowieso machen, um die beiden hier freischalten zu können. Jeweils 2 Stunden Spielzeit braucht das. Aber wenn ich mir da so überlege, den auf 5 haben. Aber das ist natürlich auch übelst geil. Androiden im Lager liefern Arbeitskraft. Also wenn wir irgendwo keine Arbeitskraft haben, liefern wir eigentlich einfach 200... Androiden dahin und lassen die im Lager vergammeln und haben dann Arbeitskraft. Müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Auf jeden Fall erstmal Viridische Bucht und alles freischalten. Dass wir erstmal den Platz haben, um das Ganze machen zu können. So, was haben wir hier? 1 Minute. Den haben wir 5 Minuten, weil er hat keinen... Stopp des Raumhafenausbaus bestätigt. Ah ja, lass mal. Nächstes Astronautenteam trifft ein. 26 Sekunden. Dann kann ich hier... Ich hatte eigentlich immer hier diese Insel am Schluss komplett nur für Fressalien. Da ist dann nur Essen hergestellt worden. Wäre auch nicht so schlimm. Wenn ich hier jetzt von der Arbeitskraft her sehr wenig verbrauche und nur die grundlegenden hierüber schiffe,
und im anderen Sektor dann das Ganze wegmache. Das wäre eine Möglichkeit. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Das mache ich am besten außerhalb. Wobei, nee, gucken wir mal. Sollte eigentlich funktionieren. Ein idealer Ort, zack, für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Das hatte jetzt Grafen gebraucht. Raumhafen-Upgrade eingeleitet. Eine Minute, weil nichts da ist. Das war ja klar. So, und dann schauen wir. Wir haben hier wieder den Anfang. Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Es wäre interessant, wenn nicht. Arbeiter Steve. Ups. Neues Stationsmodul zum Andocken bereit. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Beginne Brückenbau. Wenig Wasser. So, haben wir zu wenig. Zu wenig Arbeiter. Wie kommt denn dieses? Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. So, 3, 4, 5. Okay, geht schon nicht. Lassen wir das hier mal. Pausiert. Ich bin mir nur gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache. Mache ich 5 hier? Oder 6? Versuche ich es mal mit 6 Stück in der Reihe. So eine schöne gerade, ungerade Zahl. Vielleicht auch ein bisschen mehr? Ich bin gerade am Überlegen, denn diese U-Bahnhöfe brauchen übelst viel Platz. Also die sind, glaube ich, 4 sogar lang. Es ist ein, also 4 Wohnhäuser. 2, 3, 4. Ja, ja, das kommt so hin. So diese Länge könnten sie sogar haben. Muss ich mal gucken, wie wir das jetzt am dümpelsten machen. Denn... Oh, das ist super. Wir brauchen nämlich ja auch ihn hier mittendrin. Warum? Weil wir... Deswegen habe ich den ja eigentlich gebaut. Neue Biowissenschaftler oben brauchen. Für die Expertise und natürlich für unsere... Labore. Damit die auf einer ordentlichen Grundlage laufen. 4, 5, 6. Machen wir sie mal 6 lang. So, dann kommt der hier hoch. Dann haben wir eine runde Summe. Und dann kann hier... Kann da das Dinge hin. Das ist die Frage, wie baue ich die zusammen? So.
dann weiter und dann im nächsten nochmal was. Ich würde es mal versuchen. Haben wir noch Platz? 4 Essen, das ist jetzt nicht ganz so viel. So, gut, das Wasser ist jetzt nicht das Thema. Das kriegen wir hier hin. Zack, zack. Aber um das Essen müssen wir uns dann gleich noch kümmern. Am besten natürlich da hergestellt, wo was braucht. Aber hier haben wir den Platz. Drüben nicht mehr. Dann mache ich das hier. So diese Grundbausteine. Guck mal, wie das passt, wie die Faust aufs Auge. Nahezu, mehr oder weniger. So. 1, 2, 3. Vier. Den dürfen wir nicht vergessen, dass da noch was ist. Und dann machen wir das Ding einfach mal voll. Wir brauchen ja Futter für Millionen. Eigentlich könnte ich da auch noch eine richtig große. Da noch einen hin. 4. Den könnte ich direkt hier oben rumpacken. So, jetzt haben wir zu wenig Siedler. So, dann warten wir mal ganz kurz und machen hier Folgendes. Lassen wir 60 darüber laufen. Und bauen jetzt nach und nach -23. So. Transferroute wird überarbeitet. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Kommt das ganze Zeug jetzt hier weg. 24. Ja, und das war's schon. So viele konnten wir jetzt gar nicht wegstreichen. Aber wir haben ja noch Platz. 8 plus 823, das wird ja immer weniger. Überraschend. Gut. Dann haben wir den aber. Und 150. Oh ne, 500. Guck an. Also das geht. So, 10. Parameter werden erneuert. Wir brauchen jetzt hier natürlich auch einiges an Siedlern noch. Das wird natürlich 3, 4... 5, 6. Das wird uns natürlich auch noch einiges an Geld in die Kasse spülen. So. Den können wir uns aber dann fast schon nicht mehr leisten. Plus 1500, 250 Energie. Also das ist. Aber so kann man natürlich, oder was ich eigentlich damit bezwecken möchte, ist, so kann man ziemlich gut eine Grundstruktur oder grundsätzliche Einnahmen generieren. Und
auch eine Grundstruktur von Arbeitern. Ich meine, es gibt ja einiges. Und dementsprechend dann... Nächstes Astronautenteam trifft ein. Spezialisierte Sektoren machen. Spezialisierte Sektoren. In dem Sektor wird Großindustrie angesiedelt. In dem Sektor wird Landwirtschaft angesiedelt. Zum Beispiel. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Und das habe ich mir jetzt schon gedacht. So, weil wir nicht genug Siedler hier haben. Sind wir aber schon wieder bei 25 Minuten. Das war's schon beinahe. Achtung, wieder. Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ja, es ist schon. Es ist uns aufgefallen. Wir arbeiten schon dran. Schauen wir nur, wie wir das jetzt hinbekommen. Hier müsste eigentlich dann ein U-Bahnhof noch hin. Eigentlich. Und eigentlich auch. Zwei Stück hier unten. Durch die Unterstützung einer großen Firma wie ERA können die Custodians Verteidigungsanlagen aufbauen. Für den Augenblick haben sie Drakes Schiffe aufhalten und die Flüchtlinge beschützen können. Ach ja, genau. Ich muss Ihnen danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Da war ja noch eine Kampfmission. Sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können Sie interorbitale Transportrouten einrichten. Aber das heißt nicht, dass Ihre Kolonie sicher ist. Gott, die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass Sie Ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. So, das war dann das. Und genau das ist der Punkt. Wenn ihr keinen Bock auf diese Kampfmissionen habt, dann baut einfach eure Firma aus. Ganz in Ruhe, ganz gechillt. Ist gar kein Thema. Letzten Endes baut ihr damit quasi... Oder schaltet ihr das trotzdem frei, was auch immer dann da kommen möge. So. Dann haben wir hier noch Platz für ein paar kleine Ornamente. Kommt die... Das kommt mal an. Machen wir so einen schönen kleinen Park dahin. Das war eine ganze Menge. Gut gemacht. Kleines Reservat. Ein paar Bäumchen da noch hin. Mal so ein Park. Und hier machen wir ein paar Parkplätze. Warum? Weil wir es können. Habe ich die Schlüssel hingelegt? Ja, wo hast du die Schlüssel hingelegt? Das ist eine sehr interessante und gute Frage. Arbeiter, da können wir auch noch was bauen. Hier kriegen wir auch noch was hin. Wie sieht's mit Futter? Ah ja. Minus 14 Futter und minus 2 Wasser. Warte mal, ich hab doch hier oben. Genau. Space Shuttle dockt an. Kann jetzt nicht, weil. Ja, das fehlt. Aber da sind wir schon gut dabei. So. 3 und 4. Und schon haben wir wieder plus 18. Das geht. Das geht gut. Gut, hier sind wir erst auf 9%. Das ist jetzt nicht sehr verwunderlich. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Ich muss das hier alles komplett vollbauen. Und dann davor oder dahinter U-Bahnhöfe bauen. Also ich brauche einfach die Siedler hier. Oder wird hier vielleicht sogar noch ein U-Bahnhof passen? Das gucken wir in der nächsten Folge. Also dann haben wir hier unsere kleine Zweitstadt schon mal aufgebaut. 5%, das geht auch.
Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Bis denn dann. Ciao, ciao.